das Glück dich fest in seiner Hand. Für beim Kopf ein weiches Kissen, Abendkleidung und das täglich Brot. Sei lieber 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und bis wir uns wiedersehen, halt das Glück dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halt das Glück dich fest in seiner Hand. Stimmt. Wir sind ohne Automobil. Wie nennt man das eigentlich, wenn vier zum Teil frisch sanierte Häuser, Gründerzeithäuser, abgerissen werden mit 200 Wohnungen, Höfen und Gartenhäusern, wenn die platt gemacht werden, weil an ihre Stelle eine sechsspurige, teilweise mehr als 50 Meter breite Betonpiste gebaut wird? Richtig, das nennt man überbauen. Das nennt man einfach überbauen. Wirtschaftsverbrechen. Wie nennt man das denn im Jargon der Stadtplaner, wenn ca. 500 Menschen, die zwischen 10 und 60 Jahren, teilweise ihr ganzes Leben lang hier wohnen und gewohnt haben, ihr Zuhause verlieren, ohne dass ihnen ein geeigneter Ersatz wahrscheinlich gestellt wird? Auch das nennt man Entsiedelung. Wir haben genau das hier schon, das Phänomen. Ihr seht das an den unterschiedlichen Häusern. Auch eben in Lichtenberg war das schon zu sehen, dass Häuser eben sozusagen schon dem Verfall preisgegeben sind, weil klar ist, seit mehreren Jahren plant der Senat, seit mehreren Jahrzehnten hat er das eigentlich. Wir nennen das auch immer die Pläne aus der Mottenkiste der Stadtplanung. Historische Stadtplanung, auch gerne genannt von uns. Seit mehreren Jahrzehnten wird geplant, diese Trasse zu bauen. Nach dem Mauerfall war das sozusagen die Chance für den Senat, hier die Trasse fortzuführen durch den Osten. Es wird immer argumentiert, der Osten muss angeschlossen werden. Wir aus Berlin, wir wissen, wie sozusagen die Autobahn in West-Berlin aussieht. Für die Berliner, Berlinerin ist der Bundesplatz sozusagen eine Horrorvision. Das ist hier auch geplant. Die ganze Trasse, dieser 16. Bauabschnitt, die Verlängerung von dem Stück, wo wir eben nachher auch nochmal sprechen werden, bis zu diesem Endpunkt hier sind 3,2 Kilometer. Diese 3,2 Kilometer kosten über 440 Millionen Euro. Wenn man das umrechnet, kostet der Meter 140.000 Euro. Jetzt kann man der Meter. Und dann kommen die beliebten die Argumente für die Arbeitsplätze. Es ist aber längst erwiesen, dass maximal während der Bauzeit nur saisonal bestimmte Arbeitsplätze geschaffen werden, nicht langfristig, nicht dauerhaft und auch nicht in einer bemerkenswerten Anzahl. Ja, was können wir noch sagen zu den ökologischen, stadtökologischen Auswirkungen? Vielleicht haben einige von euch auf dem Weg hierher, eben als wir um die Kurve gefahren sind, an der Straße am Treptower Park. Der Treptower Park ist ja auch für den Südosten hier, wir sind im Südosten Berlins, ein ganz wesentliches, also ein wesentliches Stück grüne Lunge, Naherholungsgebiet von sehr hohem Wert. Und an dem Rande habt ihr die Platanen gesehen. Die ziehen sich ja noch viel weiter durch in den Südosten. Das ist das Gartendenkmal, Gartendenkmal Treptower Park. Die Platanen sind 150 Jahre alt. Das sind die sogenannten Linné-Platanen, die sind von Linné gepflanzt worden. Sie stehen unter Naturschutz. 14 von ihnen werden dennoch gefällt. In die Bahn, auf das Fahrrad, auf die eigenen Füße. Stimmt. Wir sind ohne Automobil. Stimmt. In die Bahn, auf das Fahrrad, auf die eigenen Füße. Stimmt. Wir sind ohne Automobil. Stimmt. Automobil.
Geschlechter. Stimmt. Wir sind ohne Automobil. Die Planung beginnt eben hier an der A100, soll aus der Hochlage, wie ihr sicher sehen könnt, wenn er danach hier mal nochmal von der Straße im Blick darauf werft, dann hier im Tunnel so steil runter, wie es überhaupt nur technisch zulässig ist. Die Autobahn wird hier ab dem Dreieck bis zur Sonnenallee, bis zum nächsten Anschluss, zweimal vier Fahrspuren haben und dann sechsspurig bis zum Treptower Park, bis zur Beermannstraße, wo wir eben waren, verlaufen. Im Flächennutzungsplan war noch vorgesehen, die Autobahn größtenteils im Tunnel verlaufen zu lassen. Das ist nun aus Kostengründen weggefallen. Natürlich hat man das untersucht und mit dem Droh kann man den Lärm ja sicherlich noch viel besser als mit dem Tunnel wegkriegen. Und von daher ist es kein Tunnel mehr, sondern nur noch ein Trog. Die wahren Hintergründe werden sicherlich sein, die hohen Unterhaltungskosten von so einem Tunnel und auch die Anfälligkeit und die eingeschränkte Durchlassfähigkeit. Denn hier Richtung Westen oder dann Norden kommt ein langer Autobahntunnel, der Britzer Tunnel, und der ist sehr häufig wegen Überlastung gesperrt. Und da sieht man dann nämlich auch schon sehr schnell die Grenzen dieser ganzen Stadtringplanung. Denn eigentlich von der Frankfurter Allee soll der Verkehr, der sich nach Westen hinzieht, über die A100 geleitet werden und sozusagen im Westen von Berlin wieder ankommen. Aber wenn schon heute der Britzer Tunnel öfter wegen Überlastung gesperrt ist, wird er auch keinen weiteren Verkehr mehr aufnehmen können und aus verkehrlicher Sicht dieses ganze Konzept eben nicht funktionieren. Denn ein Grund ist ja die Entlastung der Innenstadt durch diesen Autobahnring als Argument der Senatsverwaltung. Aber verkehrlich wird dieses sicherlich nicht funktionieren. Die Senatsverwaltung argumentiert ja seit einigen Monaten auch öffentlich immer wieder, dass diese Autobahn Entlastung bringen wird für die Wohngebiete. Gerade da soll es Entlastung bringen. Natürlich wird so eine Trasse Verkehr bündeln, wie auch hier bei der A113, aber längst nicht mit den Effekten, die man jetzt wirklich messen. Also die wirklich ein weiches Wissen. Habe Kleidung und das täglich Brot. Sei lieber 40 Jahre.